So was, Leute, zurück zu Let's Play Tainted Grail. Ich habe das letzte Mal wieder den ersten Boss geschafft. Wir sind wieder zurück. Wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet. Ich habe schon wieder so wenig Leben, was mich eher belastet. Mein Deck ist dafür recht ordentlich, würde ich sagen. Wir haben ein paar Questgegenstände. Ich habe ein paar gute Runen, würde ich sagen. Als Wirtjäger. Der zweite Wächter. Wir haben hier diese zwei Quests. Oder diese vier Quests. Als Nebenquests mein Stapel ist. Hat auf jeden Fall ein paar gute Sachen. Hier zum Beispiel die Sachen, die kann ich noch gut gebrauchen. Die brauche ich dringend noch. Genau. Aber ja, das letzte Mal, als ich hier rausgegangen bin, ins zweite Gebiet, da ging es richtig zur Sache. Und mal schauen, wie es jetzt abgeht. Ab in die Wirtnis. Das Schöne ist, ich sehe eigentlich schon vor mir, hier ist der Schatzwächter, hier ist der Boss, glaube ich. Man sieht schon ziemlich viel auf der Karte. Warum sieht man so viel auf der Karte? Gut, man sieht nicht alles auf der Karte. Man sieht hier einen Wirtstein. As the flickering light of the weird legendäre Kampf, das ist der Wächter. Den habe ich jetzt im Wirt aufgedeckt, sozusagen. Was haben wir dort hinten? Einen vereinsamten Gegner. Eine Schar des Bösen. Schauen wir doch mal. Das letzte Mal... Ja, genau. Die sind schon deutlich stärker, würde ich sagen. Jetzt hier eine Karte mehr. Und erhöhe ihren Energieverbrauch. Das brauchen wir nicht. Also wir haben immer noch die passiven Fähigkeiten, aber die machen uns trotzdem jetzt schon ordentlich Schaden. Komisch. Erstmal auf das Skelett, den Tank gehen. Und ich kann immer jetzt schon zuschlagen, wurde mir gesagt. Okay, bringt aber deutlich weniger. Ich kann jederzeit das einsetzen. Warum greifen immer die Schwächsten als erstes an? Das ist unfair. Na super. Meine Heilung hat mehr gekostet. Dann so. Dann so. Und dann so. Ja, so mache ich wenigstens einen weg. Oh. Na super. Ja gut, dann gönnen wir uns mal legendäre Ladung. Brauchen tue ich die so oder so. Angebot in dieser Runde minus 25 Schaden. Das ist gut für ein Blocken, also. Oder vielleicht, nee, noch besser, große Reichweite. Die keine oder negative Rüstung haben. Das ist zumindest der links. Der wird dadurch schon mal geblockt. Dann hau ich auf den drauf. Der hat halt noch extreme Rüstung. Das machen wir. Machen uns stärker für die nächste Runde und let's go. So. Wieder erfrischende Brise. Das ist gut, das ist gut. Mal so zu schlagen. Angriff auf alle Ver... Einen Angriff auf alle. Jetzt hier seinen Verbündeten. TP wird bei jedem Tod. Beschwört nach ihrem Tod einen neuen Verbündeten. Okay, will ich den als erstes killen oder wie? Ich glaube, dann will ich den als erstes killen. Nee. Eigentlich will ich schon loswerden. So ist's gut. Das wollen wir nicht. Angriff. Angriff. Sehr schön. Ach verdammt, da ist ja schon wieder so ein Viech. Der wurde zum letzten Mal zum Leben wiederbelebt. Ja, super. Wenigstens hat er diesmal keine Rüstung. Kann ich ihn stunnen.
So, Rüstung runter, mehr Schläge hintereinander und weg mit dir. Okay, war schon mal ein lästiger Kampf. Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Reichtum, aber sonst gab's nichts. Einen rissigen Stan. Rüstung aller Gegner in der Waffe. Den in der ersten Runde des Kampfes. Der ersten Runde kriegt man mehr Schaden. Oder die Gegner kriegen dauerhaft mehr. Ich glaube, die Gegner haben dauerhaft weniger Rüstung, ist auch sehr gut. Was ist das? Ein ausgehungerter Gefangener. Man is dressed in rags. Fragments of manacles and chains dangle from his wrists. He doesn't greet you as you approach. He does not speak, nor does he beg for his life. He just looks at you with a blank stare. Suddenly he grabs a sword, but you feel no threat in his movements. He makes a gesture, inviting you to train with him. Okay, dann üben wir. Oh, ah, dadurch kriege ich Fähigkeiten. Jeder zehnte Treffer erhöht den von dir verursachten Maximalschaden um 3. Oder 5% mehr Schaden. Ne, den Maximalschaden um 3. Ist das nicht auch dann bei meinen Mehrfachschlägen gut? Danke, ausgehungerter ausgehungerter Typi. Nennen wir dich einfach so, wie es ist. Da ist auf jeden Fall etwas. Ein Ladenbesitzer. Brauchen wir einen Ladenbesitzer? Nicht zwingend. Das ist der Schatzwächter. Okay. Hier haben wir irgendwelche Gegner vor irgendeinem Gebäude. Let's go! Ah. Okay. Nächste Runde weniger Schaden. Naja, damit kann ich glaube ich schon eher leben. Der Typi muss als erstes sterben, oder wie? Ich glaube, das ist mal the way to go. Der Typi muss als erstes sterben. Schade, meine Rüstung habe ich jetzt verloren. Okay. Der hat sich eine Barriere gegönnt. Fügt in jeder Runde mehr Treffer zu. Die Trefferzahl lässt sich durch Betäubung zurücksetzen. Okay, wichtig zu wissen. Betäubung. So, der ist aber jetzt angeschlagen. Da... Warum mache ich so... Ah, shit. Wegen der Fähigkeit. Warum mache ich so wenig Schaden? Wegen der Fähigkeit. Schade, schade. Wegen der Wirtkerze. So. Das macht schon mal Schaden. Das ist super gut. Ich brauche die Fähigkeit noch nicht nutzen. Nicht zwingend auf jeden Fall. Wir schwächen ihn einfach noch ein bisschen. Jetzt ist er noch angeschlagen. Oh ja. So sieht's aus. Das reicht. Weg ist der. Dann das. Meine Rüstung wird höher. Dann machst du kaum Schaden noch. Wobei, ich kann den Schaden komplett negieren. Dann kriege ich... Ich werde ja geheilt, wenn ich einen kill. Dann werde ich insgesamt von dir geheilt. Und das ist gut. Das ist prinzipiell eine geile Sache. Jupp. Wenn ich netto mit mehr Lebenspunkten rauskomme, bin ich zufrieden. Mich an den Gegnern heilen. Verursache in der Runde mehr Schaden. Ein Treffer zu der Schadenwurstkette. Rüstung des Gegners des Kampfes um 100% Schaden. Hä? Verringere die Rüstung des Gegners bis zum Ende des Kampfes um 100% Schaden. Also wie viel Schaden mache ich normal? Nicht so viel. 15 vielleicht? Wenn es gut ist.
Ein Treffer, du Kette. Dann füllt der Karte mit der Anzahl der in dieser desselben Typs. Ja, ich glaube, Kette ist dann. Ja, multipliziere. Ja. War jetzt nichts Gutes dabei, würde ich sagen. Was ist das? Ein verfluchter Broch? This ancient, thick-walled Broch now serves as a private prison. You may try to break the prisoner free. A follower who will strengthen your village. An ingrate who will simply run away. Or maybe a criminal who will attack you out of sheer spite for everything living. Eine Chance, jemanden zu helfen, der dir nützlich sein könnte. Einen Gefangenen befreien. Oder auch, dass es nach hinten losgeht. Ja, es geht nach hinten los. Ah, wer ist das? Eine Priesterin, Geistesbeuger. Dieser Gegner erzeugt Illusion zufälliger Gegner. Kette. Der nächste Treffer verursacht 100%. Nee, brauchen wir nicht. Das, Kette und draufhauen. No time to waste. Achievement. Sehr gut. Ja, ich habe keine Zeit für solche Spielereien. Ich wurde geheilt. Oh, nochmal. Do you know of any place where I might go? Find shelter. I promise, I can be of use. I trained people in martial arts for years. Jawohl, komm in mein Then Dorf. I'll meet you in your village. He thanks you sincerely and starts walking. But he collapses as soon as he takes his first step out of his cell. The instant he touches the ground, he dissipates into a cloud of weirdness. Mastered Arms. Bei jedem Stufe neu auszuwürfen. Was? Okay, das war Wordness. Das war Word, das stimmt schon. Absolut weird. Wir haben einen betagten Bogenschützen. Oh, Moment, ich hätte von außerhalb mit dem kommunizieren können. Wow. Das sieht. Dieser Gegner kann deinen Stapel nutzlose Karten unterschieben. Frech. Der leidet stärker. Der heilt nur. Dieser Gegner hat weniger als eine bestimmte Menge Schaden verursacht. Du kannst ihm auch eine bestimmte dazu. Okay, ich sollte also. Alles blöd, ich mache halt keine gezielten Anschläge. Kann einen Stapel nutzlose Karte unterschieben. Das ist dumm. Das ist super dumm. Das ist gut. Der ist schon fast tot. Ja, Störung habe ich bekommen. Wenn ich das nicht spiele, kriege ich... lästig. Das ist gut. Ich spiele die, um sie loszuwerden. Noch ist es nicht schlimm, oder? Das kann ich machen. Tatsächlich, das reicht nämlich auch so. Einer schon mal weniger. Wichtig. So, der Buff, der macht... Okay, ich kann betäuben. Oh, wobei, ich kann auch blocken und dann... Und große Reichweite spielen. Wobei, das negiert dann wieder meinen Schaden. Naja. Obwohl, es normalisiert sogar. Nein, es reduziert. Extrem. Okay. Wir haben hier der macht zwei Angriffe. Dann machen wir die Rüstung von dem wieder. Negieren wir wieder. Oder machen sie wieder klein, falls wir unseren Betäubungsangriff bekommen. Wir blocken und wir machen große Reichweite. Und im nächsten Zug können wir es dann wieder nutzen. Geblockt. Einen zumindest. Sehr gut, der Heiler ist jetzt auch da und wir kriegen Heilung. Geil. Geil, geil, geil. Mhm. Jeden getroffenen Gegner kriege ich Rüstung. Oh ja. Das ist gut.
Also machen wir es so. Jetzt kümmern wir uns um den. Und jetzt erstmal alles stunnen. Oh, nee, doch. Dachte mir gerade, ist der eine immun? Nein, ist er nicht. Und dann bereiten wir den nächsten Zug vor. Geil. Störung. Das da geht immer. Dann, ja, gut. Das da. Das da. Ja, ich will den loswerden. Komm, wer das wolle, der muss weg. Dann haben wir nur noch den einen. Der bufft sich ordentlich. Wie viel? 4 Treffer. Ne, geht jeden Treffer unter 12. Die nächsten Treffer fuhr sind 75 minus 5. Oder ich verliere extrem viel Rüstung. Macht das was? Das macht eventuell gar nichts. Schade. Hätte er sein können. So, kleine Schläge. Noch ein Überkopfschlag. Alles wird negiert. Lästig. Der macht eine Stärkung. Okay. Wir auch. Gut, dass er nicht angreift, wenn ich gerade schwach bin. Kleine Schläge, um seine Rüstung wegzubekommen. Ein Treffer noch. Wobei, das negiert er nicht. Sehr schön. Wir haben wieder ein bisschen Netto-Plus bekommen, glaube ich. Ein betagter Bogenschütze. Oh, a visitor. I haven't seen a friendly human face for a long time. It's getting lonely out here. With a gesture, he invites you to sit with him. Beautiful, isn't it? Wer seid ihr? The question shouldn't be who I am, my friend. The question should be who I was. Because right now, I'd say I'm pretty much nobody. Was macht ihr hier? Not much. I tend to the fire and watch over this place. Since I failed to fulfill my task, I need to sit here and watch the fire. I don't want to, but I have to. I'm certain something terrible will happen if I stop. Probier's doch einfach. Ihr könnt eure Aufgabe nicht erfüllen. Well, that's definitely a story for another time. But I do appreciate you asking. Vertrauen erhöht. Ah, okay. Danke an Martin. Er hat in den Kommentaren ja schon geschrieben, so einen kleinen Tipp, dass sozusagen Quests durch mehrere Läufe sozusagen hinübergetragen werden. Also ich kann eine Quest meistens pro Lauf nicht abschließen, aber in einem Lauf finde ich da einen, der irgendwie mit sowas passiert und dann im nächsten Lauf finde ich vielleicht ihn wieder und dann erzählt er mir noch mehr. Das ist wahrscheinlich dieses Vertrauen erhöht, wo ich häufiger schon gesehen habe. As you sit by the archer, you notice that this fire doesn't behave like a regular fire. It has the power to push weirdness away. Just like a menhir or a weird candle. Das habe ich im Kampf aber nicht bemerkt. You suddenly notice that the man's legs are rooted into the ground with blue veins. The veins stretch from his feet into the fire pit. You form a question in your mind, but when you look into the man's eyes, you realize there's no point in asking it. His gaze is absent and his movements are barely noticeable. You decide to leave it for another time. And turn your eyes towards the fire. The flames flicker with a weird, magical rhythm. Darum bitten, verlieren und eine Karte aus dem Stapel entfernen. Okay, Karte. Um Erfahrung bitten. Eine Stufe aufsteigen. Eine legendäre Karte will ich. Füge zufällige Gegner 10. Wow, wilder Kampf nehme ich hier sehr gerne. Das ist eine legendäre Karte. Das sehe ich ein. Wir haben eine neue Quest bekommen. Was ist das? Ein Marktplatz. Market card by the side of the road.
A man is desperately trying to arrange his wares on whichever surface of the cart is flat enough to hold them. As you approach him, he immediately announces, "My lord, I'm sorry. That's all I can give you this week." Who does he take you for? Ich gebe es wieder zurück. Tatsächlich brauche ich kein Reichtum. The man looks confused, but who would argue with such a turn of events? He pockets the coins quickly. Oh, I must have mistaken you for somebody else, kind sir. He looks at you intently for a while. But since you refuse to take such a hefty sum, perhaps you'd be interested in helping me out. You see, I think I might have an idea on how to double, triple, or even quadruple my earnings. All I'd need is a tiny investment. Wie viel? I think I'd need around 5,000 coins to expand. Before you have a chance to react, he waves his hand and continues. No, don't worry. Doesn't have to be paid all at once. It can be an ongoing investment, but it's going to be worth it. I promise. Aha. Ja, 5.000. Ja, vielleicht irgendwann anders. Kann ich durch die Wirtnis erkennen? Das ist wieder so ein Typi, so ein... ich kenne die Typis noch nicht. Aber ich möchte sie bekämpfen. Die geben guten Loot. Wow, okay. Will ich hier schon eine Legendäre einsetzen? Das sind die zwei, die explodieren. Explodieren ist nicht gut, sage ich euch. In der Mitte kaputt machen. Einen von denen kann ich kaputt machen. Denk. Oh, Moment. Warum habe ich keine Energie mehr? Gleich mal meine Energie wieder auffüllen. Dammit. Okay, jetzt explodieren sie gleich. Kann ich den wegmachen, bevor er explodiert? Ja, kann ich. Ah, die muss ich loswerden, sonst... Oder warte, ist der... Achso, der macht es. Blocken. Dann greife ich ganz normal den an, weil der explodiert jetzt gleich sowieso. Ach, zwei werden da beschwört. Ist ja blöd. So. Das macht gut Damage. Dann machen wir das. Und dann stunnen wir sie alle. Damit ich einen weiteren Zug habe. Und die nicht. So, die Wirtnis. Ziehe drei Karten weniger. Erstmal das. Genau, das tötet nämlich einige. Dann kann ich die Störung entfernen. Ich weiß gar nicht, ob sie da dauerhaft entfernt wird. Oder dass sie dauerhaft drin ist in meinem Deck, das weiß ich nicht. Gut, Stufe 9. Fleisch. Stelle 5 PTB wieder her. Blocke den nächsten Treffer eines Gegners deiner Wahl. Gezieltes Blocken. Sie braucht in dieser Runde null Energie. Also prinzipiell ziehe eine neue Karte. Verringere für die nächsten... Okay, dann ich glaube ein besseres Neu-Auswürfeln. Habe ich aber noch gar nicht gesehen. Machen wir. Aufspalten macht... Tja, zwei Angriffe. So, betäube den Gegner, der dich trifft. Oh, Falle. Verdopple jede sechste gespielte Angriffskarte. Gesunder Körper, meiner verloren. Kampfeslust, das sieht gut aus. Wenn ich gleich mal am
Anfang loslege, dann habe ich vielleicht eine Möglichkeit, relativ schnell immer einen Gegner loszuwerden. Das wäre gut. So, was ist hier? Kann ich da irgendwas ansprechen? Von außen? Eine vergessene Truhe. Find a chest with strange markings across its entire surface. Most are illegible due to the duration of time it has been in. Verflucht seien all jene unlesbar, denn kein Mensch vermag diesen Schatz zu besitzen, ohne ein Opfer zu bringen. Die Drohöpfe. You feel a sharp sting, and then your head becomes. Was? After a while, you can't Rüstung. Recall precisely what happened. But the gold you found inside should make the sacrifice worthwhile. Rüstung nicht, nee, nein, war es nicht. Das kann ich euch garantieren, das war es nicht. Oh, ich sehe dann mehrere Gegner. Ich will trotzdem mehrere Gegner bekämpfen. Aber Rüstung. Oh, was ist das denn? Seelenklinge. Jeder Treffer. Ich darf jetzt dann ins nächste. Jeder Treffer, den dieser Gegner. Die Trefferzahl. Okay. Der muss als erstes gefokust werden, der als toll. Ha, seht her. Ich bin nicht dafür ausgestattet, zu wählen, wen ich angreife. Zumindest nicht ganz. Das ist doch schon mal nicht schlecht, dass ich alles spielen kann, was ich auf der Hand habe. So. Verdammt, der hat so viel Leben bekommen. Kann ich den... Ich will den auf jeden Fall down bekommen. Deswegen. Jawohl. Gut. Keiner greift mich an. Was macht das? Verliere 100 Rüstung. So, die heilen sich gegenseitig und der verschwindet, wenn der erste weg ist. Sozusagen. Erstmal Heilung. Immer wichtig. Dann. Stunnen immer nützlich und dann hauen wir auf den ordentlich drauf. Gut. Das war echt gut. Wir haben gut geheilt. Immer wichtig, wieder hochzuheilen. Ziehe eine Karte. Okay, ich kann einen Gegenstand nutzen, um eine Karte zu ziehen. Interesting. So, was haben wir hier? Altar der Allmutter. Na gut, dann greifen wir mal den Gegner an. Okay, macht gut Damage und so, aber das sieht ganz machbar aus. Ich würde gern sowas spielen. Das würde halt richtig reinhauen. Ach ja, wir haben ja den Tank dann in der Mitte. Betäuben wir den mal. Eigentlich will ich die hitten. Lohnt sich noch nicht. Jetzt ist er wieder am Start. Falle. Ihr werdet betäubt, wenn ihr mich angreift. Oh, es greift mich ja bloß einer an. Verflucht. Mist. Das ist geil. Dass ich sozusagen... Oh, wieder Heilung. Ist auch immer geil. Moment, warum habe ich schon wieder keine Energie? Was habe ich gemacht, dass ich keine Energie bekomme? Frech.
Meine Energie ist halt reduziert. Dann machen wir den weg. Der stört auch nur. So, ich bin jetzt über 100 Leben. Das ist schon mal geil. Über 100 Leben zu sein ist was Schönes. Betäube alle Gegner. Das hauen wir dieses Mal raus. Aber erst hauen wir mal dem seine Rüstung noch weiter runter. Rüstung wird überbewertet in diesem Spiel. Bei Gegnern zumindest. Ich brauche immer mehr. Das kostet ja nichts. Kleine Schläge auf dem Hinterkopf. Dann hauen wir auf den ein, weil dann hau ich den kaputt. Dich auch. Nice. Ich heile mich richtig gut hoch. Und level up. So, ein Treffer. Nett. Zieh eine Karte. Nett. Angebot. Angebot. Sagen wir so, da ist jetzt nichts dabei, was mich reizt. Das ist interessant. Drei Karten verbrauchen weniger. Das ist wertvoll. Wiederkehr. Was ist Wiederkehr? Die Karte bleibt auf deiner Hand, nachdem du sie gespielt hast. Sie kann in einer Runde. Ja gut. Ist besser als ein normaler Angriff, sagen wir es mal so. Aber ruhige Brise könnte geil sein. Damit könnten... Achso, ich kann ja auch immer überspringen. Ich muss ja keine Karten nehmen. Oder Altair. Stimmt, ich muss ja die heilen oder sowas. Ein Ritual vollführen. You feel a strange power rising around you. Is that a faint? Das hatten wir schon mal. Zusätzliche Legendären verfügbar. Zwei legendäre Karten erhalten. The priestess gazes at you with a blank stare. You realize that. Okay, aber zwei legendäre Karten. She carefully counts the coins you gave her. Geil. Okay, das ist strong, würde ich sagen. Das sind legendäre gute Karten. Ich schaue mich kurz mal um. Was haben wir da? Da ist ein Wirtstein, oder? Ich hätte gerne tatsächlich Wegstein. Ich möchte die Reichnis erweitern wieder. Oh, da ist jemand. Und in der Helligkeit. Rattenfänger. As you walk carefully in the woods, a quick, lithe creature runs towards you. It takes you a moment to realize it's a human. He brandishes a short wooden stick, screaming and shouting in despair. My children! I've seen what you've done to my children! Oh, welche Kinder? Moment. War irgendjemand von den Gegnern deine Kinder? Barbarian! Sacrilegious scum! You shouldn't have done that. What will I do without them? You watch him, confused. He looks malnourished, as if he's had nothing to eat since he entered the weirdness. And you're sure that was a long, long time ago. I failed them. I couldn't protect them. I'm not worthy of it anymore. Turns out the stick he tried to beat you with was an instrument. A flute. He sniffles. The flute is a strange one. Mysterious markings and blood cover its surface. Take it! It's your duty! Warum sollte ich so eine komische Flöte wollen? He plays a simple melody. Suddenly rats swarm all over you. You've seen enough of them already to know how this will end. In bitten auf ihn töten. Oh, shit. Du musst schon zugeben, dass das Lied ziemlich eingängig ist. Ah, vielleicht hätte ich doch... Vielleicht soll ich doch immer der nette Boy sein. Was können die? Für jeden anderen... anderen Gegner, der am Kampf teilnimmt, dieser Gegner seinen Schaden verliert, etwas von seiner Rüstung.
etwas? Wartet, wenn ich das mache, dann... Bam! Segen der Allmutter. Tatsächlich ist das ein Kampf da... Wow! Da kann ich das unbedingt mal gebrauchen. Das ist mir ein bisschen heftig. Den muss ich auf jeden Fall loswerden, so schnell wie möglich. Ha! Wie viel Damage machen die mir bitte? Die machen mir extrem viel Damage. Na gut, ich habe meinen Schutz jetzt. Der wird jetzt auch diesmal benötigt. Heilung. Sehr gut. Oh, sind zwei gestorben, warum auch immer. Das ist gut, dass zwei gestorben sind. Das hätte ich früher gebraucht, betäube alle Gegner. Berserker, dann... Das da, Falle, nee. Das hier und das hier. Nächster Zug geht's ab. So. Das ist jetzt gerade eine schlechte Karte. Du bist weg. Und du bist weg. Jawohl. Wir haben den Rattenfänger besiegt. Das gab Erfahrung. Oh, ich habe Kartenfetzen irgendwo her. Weiß ich gar nicht von was. After the combat, the man is nowhere to be seen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn besiegen sollte. Ich habe es gemacht. Nächstes Mal, falls ich ihn nochmal treffe, dann... Oh, shit! Hört auf damit! Was bist du? Blutschnitzer. Sie greift nur an, wenn sich Blutsteine auf dem Schlachtfeld befinden. Was ist dein Blutstein? Okay, dann greifen wir den Dude da drüben an. Erstmal reduzieren wir... Ah... Ist okay. Draufhauen. Große Reichweite, dann ist es auf jeden Fall safe, dass er down geht. Hä? Wann kommt er nochmal? Ich dachte, nochmal schlagen kommt jetzt. Sicher. Mach mal weg, ich will gar nicht, dass der was macht. Wir haben hier einen Healer, wir haben hier so ein komisches Teil. Weiß nicht, die reduzierte Karte bleibt nicht reduziert, oder? Dachte ich mir tatsächlich, dass der Blutstein heilt nach seinem Tod seinen Verbündeten. Okay. Dachte ich mir, dass da so ein Blutstein... Oh, bin voll geheilt. So liebe ich mein Spiel. Bisschen Schaden gibt's jetzt. Naja, so viel zur Heilung. Den wilden Kampf hebe ich mir für den Bosskampf. Für den Schatzwächter auf. Ich glaube, der Bosskampf ist eher angenehm als der Bosskampf. Okay, der greift nicht an, wenn dann nichts da ist. Also müsste ich jetzt eigentlich. Die Rüstung ist von allen negativ. Also kann ich sie. Ja, gut. Das wird halt negiert, das ist nervig. Der kriegt
Schaden. Der kriegt noch mehr. Oh, Moment, hallo, was haben wir denn hier? Viel Schaden. Schade. Dann machen wir das, das und das. Die greifen mich ja sowieso nicht an. Der Boss. Der macht wieder so einen Teil, genau. Das wird er gemacht. Das machen wir auf jeden Fall. Das wird gemacht. Ja, kümmern wir uns um den. Ihn komplett wegmachen. Dann ist der Stein auch weg. Gut. So, jetzt muss ich den fokussen. Gestunt jetzt als nächstes. Sehr gut. Ja, der hat wieder sein Schutzschild. Das ist doch lästig. Ich brauche mehr so Massenangriffe. Und weg mit ihm. Sehr gut. Also, der Tipp mit der Helden- oder der Ultimate, dass ich die immer einsetzen kann, ist Gold wert. Der ist sowas von Gold wert. Das war der beste Tipp, den ich bisher bekommen habe. Ich hätte es wahrscheinlich niemals vorher gewusst. Oh, doppelter Schmerz hört sich gut an. Ah, ich brauche aber mehr Angriffskarten. Frischfleisch. Aufwertung jeder von dieser Kategorie, der nicht beschworen wurde, erhöht deine Maximal-TP. Dauerhaft. Oh, das hört sich halt auch geil an, aber das gehört nicht in den Bild. Das ist schwach. Ne, doppelter Schmerz. Verringere jedes Mal, wenn du die ultimative Waffe mit 10 oder mehr Ladungen benutzt, die Rüstung des Gegners bis zum Ende des Kampfes um 100. Verbraucht nur 50% der aktuellen Ladungen. Stelle jedes Mal, wenn du mit deiner ultimative Waffe deinen Gegner. Das ist ja alles geil. Ah, will ich einen Heal haben? Oder will ich die Ulti häufiger verwenden? Ich glaube, ich will sie häufiger verwenden. Ja, ich will sie häufiger verwenden. Ist alles geil. Ja, das ist ganz nett. Oh, Moment. Was? Wieso? Oh, ich habe 3. Okay. Hallo. Ersten 2 Runden? Okay, erste 2 Runden. Okay. Ja, schön. Aber nicht schön genug. Wo? Da hinten ist noch was. Da hinten ist noch was, was wir nicht kennen, und ich kann da einfach vorbeigehen. Eine runzlige Moment. Wir gehen hier in die Wirtnis rein. Der hat mich doch beim letzten Mal gekillt. Oder die hat mich beim letzten Mal gekillt. Dieser Gegner beschwört Totems, um seine Verbindung mit verschiedenen Effekten zu stärken. Okay. Wechsel zwischen geisterhaft und lebendiger. Okay. Der greift seine Verbündeten an, also betäub ich dich. Tod stärker und beschwört nach ihrem Tod einen neuen Verbündeten. Dich mache ich als erstes weg. Machen wir so und verdoppeln diesen Effekt. Weil das wäre wahrscheinlich auch geil verdoppelt. Ah, das verdoppelt auf den wilden Kampf. Das stimmt hier ziemlich strong. Was? Okay, die Totems gehen durch den kaputt. Ja, wilder Kampf. Das wäre schon schlecht. Aber ich möchte. Schade, ich krieg die nicht voll. Doch, ich krieg sie voll. Sieht doch noch was aus. Schade, ich kann nicht nochmal. Das wäre zu stark gewesen. Da habe ich jetzt einige geklatscht bekommen. Das hat wehgetan. Aber ich klatsche zurück.
Ah, geblockt. Dadurch treffe ich ihn nicht. Das stimmt ja, die Barriere ist immer sein Leben. Ich kann den auf jeden Fall killen. Dann machen wir das doch auch. Nächsten Zug. Ach so, in dem Zug. Ah, dann doch nicht. Nächsten Zug. Erstmal wieder hoch rein. Das ist schon mal geil. Ah ja, der bufft sich als nächstes. Ist okay. Macht ja keinen Unterschied, ob das jetzt günstiger oder nicht günstiger ist. Alles spielen und gut ist. So, seine Barriere ist aktiv, aber er kriegt jetzt vollen Schaden. Das ist schön. Kleine Schläge. Große Reichweite. Draufhauen. Moment. Okay. Hat keine Lebenspunkte oder sowas. Ah, shit. Ich hätte Falle spielen sollen. Ah, hat nur noch ein Leben gehabt. Ich habe dadurch ein bisschen Leben verloren. Das ist so cool. So. Was bist du? Something moves at the edge of your sight. Something small and humanoid. With your weapon ready, you move deeper into the woods. Then you hear a squeaky voice coming from the darkness. Quite unique you are. A small, pale and seemingly ancient woman emerges from the shadows. She looks at you with a mysterious smile and a keen gaze. Nobody has come to see me in a long time. Wer seid ihr? Well, the one thing I certainly am is old. Perhaps as old as time itself. But it doesn't matter. Want some candy? The gesture clarifies that by candy, she means the small creature, vaguely resembling an octopus, which he clutches in her hand. Ihr danken und die Kreatur essen. I knew it. You're just like the others. Ihr Lächeln schwindet. That's a test for every creature I come across. He is my favorite being in all of creation. He doesn't talk much, but I'm fond of his presence. You shall certainly not eat him. But I feel that you'll be stuck in this place for a long time. You might learn some manners eventually. The woman hides her hands behind her back. Now, I have something for you. Das gefällt mir. Pick a hand. Okay, den Oktopus nächstes Mal nicht essen. Die linke. Ah, Rüstung. Okay, aber nächstes Mal nicht den Oktopus essen. Aber okay, es war prinzipiell was Gutes, kann man sagen. Haben wir alles hier jetzt schon geklärt? Ich kann, glaube ich, nicht mehr zurücklaufen, oder? Der Weg ist immer versperrt wieder zurück, oder? Ja. Man kann erst, wenn man den Boss besiegt hat, wieder zurück. Und ich bin bereit, jetzt den Schatzwächter auch zu bekämpfen. Oh, sieht besonders aus. Der Schatzwächter könnte legendäre Karten kosten. Aber hey. Ey, Moment. Kann ich an den Schatz einfach suchen? Halt, dort ist ja noch was. Was ich ganz vergessen habe. Okay. Oh, shit. Was ist denn das? Ein verdorbener Riese. In jeder Runde erhöht dieser Gegner seinen Schaden und verliert etwas von seiner Rüstung. Immun gegen Betäuben auch noch. Ei, Karamba. Und der greift nur an. Der ist nicht so schlimm. Verliere Rüstung. Wir machen erstmal das und schauen einfach, was kostenlos wird. Genau. Das ist doch schön. Erstmal so. Und verliert erstmal seine Rüstung. Ja, verlier mal schneller deine Rüstung, bitte. Der greift zweimal an. Nee, das wollen wir nicht. Hau drauf.
das mal weg. Puh. Okay. Das tat schon mal nicht gut. Das tat schon mal nicht gut. Der ist immun gegen Betäuben. So war das doch. Aber die anderen nicht. Ich kann zweimal blocken. Der beschwört vielleicht noch so einen Dude. Greift nur an, wenn was auf dem Board ist, aber... Angriff. Wenn wir schon mal ordentlich Schaden machen, dann... Ja, das könnte ihn töten. Ja, fast. Aber jetzt ist er down. Genau. So, ich gehe mal davon aus, der stirbt sozusagen auch ziemlich schnell. Kleine Schläge, große Reichweite. Tja, und schon greift er nicht mehr an. Er ist zwar geheilt, aber er greift nicht mehr an. Das brauchen wir nicht. Sehr schön. Okay, der... Was ist das? Eine Stärkung und eine Schwächung. Aha. Und wir planen einen Extremangriff. Die nächste gespielte Karte wird verdoppelt. 8 Schläge ist gleichbedeutend mit einem Gemetzel. Oh, ich habe irgendwo Runensteinstaub bekommen. Schön. Oh, was haben wir hier? Bis zum Ende des Kampfes. Das kann für so Bosskämpfe nicht schlecht sein. Unmenschliches. Erhalte die Hälfte der Höchstzahl an Ladung für deine. 10 Ladungen. Der Betreuer gegenüber, wenn er zum Angriff ansetzt. Ne, Vorbereitung. Ich brauche langsam echt mehr Angriffskarten. Mehr gute, schnelle Angriffskarten. Mit dem habe ich schon gequatscht, oder? Nee. Good day, stranger. Hallo, meine Hübsche. Are you in need of some guidance? It's a question asked by an eerie yet elegant woman who's just appeared in front of your eyes. She's of indiscernible age, but looks strangely disturbing, standing peacefully within the weirdness. You can withdraw the course of your destiny and change the fate of your future fights. Come closer. And see for yourself. Okay. Show me. Was hast du denn zu bieten? Hast du Wirtkerzen? Nee. Opfere 10 TP. Entzünde eine Wirtkerze. Hä? Achso, ja. Ich opfere so. Ich zahle Leben und. Okay. Moment. Aber ich muss es ja auch noch bezahlen. Auf Lager 2. Achso, 2 könnte ich kaufen. Da unterhalte ein Energie. Ja. Also, falls ich mal in einem Kampf Energie brauchte. Übersättigter Runenstein. Sowas würde ich gern mehrmals finden. Das ist was Wertvolles. Besonders da ich nicht mal 20 ausgebe. Ich brauche immer nur noch 10 für meine Ulti. Das ist nett. Aber... Ja, komm, einen nehme ich. Es ist um P-Gegenstand, der mir gegen einen Boss helfen könnte. Wie sieht mein Inventar aus? Habe ich es hier ausgerüstet? Ja, habe ich. Sehr gut. So, jetzt muss ich sowieso Wirtkerzen mal wieder aktivieren. Oder? Ah, ich komme nicht an den Schatz rein. Oh. Aber ich will Ultra. Auf in den Schatzkampf. Guten Tag, meine Damen. Geile Musik wieder. Die Treffer dieses Gegners können die Rüstung verringern. Können. Müssen aber nicht. Oh. Ne, ich finde es gut, was das ist. Kein Schaden machen. Naja, ganz klappt's nicht.
Oh, das Verdoppeln. Oh, stellt euch das vor. Das ist ja ein Geschnetzel. Ach, shit, hätte ich nicht gebraucht. Weil hier, das da hätte ich gehabt. Stimmt ja, ich habe 5 diese Runde. Dich betäube ich auf jeden Fall. Ja gut, ich betäube jeden hier. Ja, ich spiele halt meine Karten. Ganz ehrlich, die haben so viel Leben. Ich mach das. Okay. Okay. OP. Das war's wert. Der Kampf wäre bloß lästig geworden. Das habe ich jetzt schon gesehen. Rüstung verringern. Wollen wir gar nicht. Protected by this beast. When you filled your pockets up to the brim with gold, 3 ethereal chests materialize in front of you. Wertsteine, nee, Rüstung erhalten, oder? Max TP erhalten. Ne, Rüstung erhalten. Ich glaube, Rüstung ist mehr wert als Max TP. Glaube ich. Weiß ich nicht. Sehr hoch immer noch. Zeit für den Boss. Guten Tag. So, du bist der zweite Wächter. Derenheim Winterfluch. Damit du diesen Gegner Schaden zufügen kannst, musst du zunächst die Bäume zerstören, die ihn schützen. Dann hab's nicht im Auge und beachte, dass du ihn nicht mehr betäuben kannst, sobald er einen seiner Bäume verloren hat. Okay. Du musst diese Bäume zerstören und darin im Winterflug Schaden zufügen. Allerdings bringen die Bäume neue Gegner vor, nachdem sie getötet wurden. Okay. Ist mal so. Ich kann ihn betäuben, solange seine Bäume da sind. So ist es gut, aber ich muss erst seine Bäume besiegen. Ah, greift an. Finally. Die Heilung gönne ich mir ein andermal. Wobei. Nee, die Heilung gönne ich mir ein andermal. Ich muss erst seine Bäume besiegen, wenn ich das richtig verstehe. Dann machen wir das und besiegen seine Bäume. So, will ich das vielleicht einsetzen? Ja, eins setze ich ein für den. Das ist ein Bossfight, hallo. Dann natürlich setze ich es ein. So, das ist schon mal gut. Der bufft nur. Dann machen wir das da. Wir machen das. Der nächste Treffer verursacht. Wir machen das und wir machen das. Moment. Ich habe jetzt einen zweiten Angriff erwartet. Das ist geil. Achso, du beschwörst nur solche Viecher, oder? Das ist kein Problem. Aber wenn du das machst, das ist absolut kein Problem. Okay, dann konzentrieren wir uns weiter. Angriff. Angriff. Das könnte ihn töten. So tötet es ihn auf jeden Fall. Bis zum Ende des Kampfes extra Schaden, ja. Vielleicht mache ich einfach ihm Schaden. Ist besser. Sehr schön. Der hat sich gebufft. Okay. Jetzt will er als nächstes angreifen sogar mal. Das macht nichts. Das macht absolut gar nichts. Ich kann die betäuben. Okay. Betäuben ist gut. Angriff, Angriff. So. Ich kann ihn nicht mehr... Der Gegner attackiert mit normalen Attacken. Hat aber auf jeden Fall... Ah, ich kann ihn nicht mehr betäuben. Ja, jetzt ist er immun. Ja, das ist
ist natürlich blöd gelaufen. Watch! Ein Angriff auf alle Gegner. Auf alle Gegner besonders. Erstmal mein Damage für den restlichen Kampf erhöhen. Dann... einen Klingensturm hätte ich gerne. Und dann... hau ich das Viech weg. Einer weniger, aber der macht auf jeden Fall schon mal einen Rundumschlag, den ich zum Glück teilweise blocken konnte. Teilweise. Nein, nicht den angreifen. Den musst du angreifen. Komm, den greifen wir auch an. So, finally. Oh, der hat ja kaum Leben. Wie man sehen kann. Der hat ja absolut gar kein Leben. Das ist geil. Ah ne, ist es nicht. Kann ja nicht mehr geblockt werden. So. Aber der andere ist gestunt. Das ist gut. Ja, füll meine Ulti wieder. Mach ne, mach ne. Dammit. Ich brauche mehr Kampfkarten. Ah, ich brauche vielleicht doch... irgendwelche Karten, die... oh, oh shit. Moment. Jawohl. The second Guardian is down. 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 Sehr schön. Jetzt noch diesen komischen Irrwisch da vernichten und dann ist das gut. Große Reichweite. Druckhauen. Wow. Du hast ein paar Angriffe zur Verfügung. Ja, okay. Kriegst aber auch selbst Schaden. Zum Glück habe ich die ultimative Karte. Die hält einiges aus. Oder einiges ab. Schön! Der zweite Guardian ist auch gelegt. Und ich fühle mich wohl mit meinem bisherigen Verlauf, mit meinem bisherigen Deck. Ja, die Wettkerze, danke. Da muss ich tatsächlich bei den Altaren häufiger welche nehmen. Oh, blutige Raserei kostet auch Leben. Verdoppelt die nächste gespielte Karte. Na, ja, Tschüss. Wenn es blocken, wenigstens auch. Ich mach ziehen. Weil Karten brauche ich tatsächlich mittlerweile. Ein Treffer zu verringert sich dem bis zum Ende des Kampfes. Was? Seine Rüstung. Wenn du einen Gegner einen Treffer zufügst. Oh. Das ist ja. Brennendes Blut ist auch nicht schlecht, um 6 Schaden erhöhen. Verdoppelt's. Oh, das ist auch nicht schlecht. Frische. Also mache ich mich zu Glasscannon, die am Anfang einfach alles raushaut. Oder. Long Game. Ich glaube Long Game. Before your dead enemy even hits the ground, you hear a familiar voice behind you. As you turn, you see the goat. Ach, den gibt's ja auch noch. Oh, this one was a piece of work. We had high hopes for him. Too bad it ended like that. But 2 down, 2 to go. I'd say you're doing pretty well for a newborn. And just like before, another path opened in your village. Also, getting rid of these things gives me some space to help you out. Interested? Eine Karte aus dem Stapel entfernen. Ich liebe aber die passiven Fähigkeiten, muss ich zugeben. Oh. Ja, das muss ich in jeder Runde die Rüstung ergeben. Ich habe schon extra viel Energie. Aber 25 Barriere. Das macht mich halt richtig. Richtig. Nein. Long Game. Long Game. Ich bin Long Game OP. Long Game
raube ich allen ihre Rüstung und dann zerschnetzeln meine kleinen Schläge alles. Das ist der Plan zumindest. So, haben wir irgendwas Neues? Wer bist du? Waffenmeister? Thank you for breaking ah ja, stimmt. It felt like eternity. Maybe it was an eternity. Are you ready to practice? Hast du eine Quest? There's nothing to talk about, really. Prisons are built to lock bad people up. So I must have been one of them. Back then. Das ist aber keine Antwort. Why are you so interested in my past? Weil ich eine Quest wittere. Well, you gave me back my freedom. I suppose that I owe you a story in addition to my services. I was a commander of Lord Warwick's private army. Served under his damned 8 stars on a burgundy background flag. When I tried to retire, he forced me to stay on as a tutor. So I trained his soldiers. And believe me, I trained them well. Then one time I disobeyed an order. Refused to train one of the younglings. I just couldn't. You can see that he doesn't want to continue. The ending of this story? Well, you already know it. You set me free from the prison I ended up in. And now my skills are at your command. Just do not repeat my lord's mistakes. Neue Quest Semper Fi. Ich habe jetzt tatsächlich nicht verstanden, was er jetzt Böses gemacht hat. Don't be stubborn. Observe what's going on around you. Then you should be fine. I shall speak no more. I have my honor to protect. Okay. Darauf deine Fertigkeiten verbessern? Ja. Ja, das sind halt alles so Verbesserungen, die bleiben wirklich dauerhaft, aber ich brauche dafür Kartenfetzen. Das kann dauernd mir Karten ziehen. Das hört sich gut an. Hört sich auch gut an. Dauerhafte Verbesserung, hört sich alle gut an. Kaufen. Was kann ich kaufen? Ich kann hier Karten entfernen. Kaufen. Oh, das kaufen wir doch mal. Karten. Mein Stapel 0 von 1. 1 kann ich auswählen. Was will ich entfernen? Was stört mich häufig? Tatsächlich blocke sehr selten mittlerweile. Nehme ich einen Blocken raus? Weil die Angriffe brauche ich tatsächlich. Ja, ich entferne einen Blocken. Weiß nicht, ob das klug ist. Ich mach's einfach. Eine neue Karte erhalten. Ich könnte hier Karten neu kaufen. Der Waffenmeister erschafft Karten. Das finde ich kurios. The blacksmith is... Runensteine tauschen. Ja, dazu. Ich habe jetzt noch nicht. Runensteine verschmelzen. Das haben wir schon. Das würde ich gerne, aber. Dafür fehlt mir. Was kann ich hier? Ich könnte hier rissige Sachen kaufen. Und die könnte ich dann verschmelzen. Moment. Der hat bloß einen. Aber ich nehme einen rissigen Garen. Wenn ich noch einen finde, kann ich sie verschmelzen. Dann habe ich eine verbesserte Fähigkeit, die allen angreift. Vielleicht greift sie dann zweimal an. Das wäre ziemlich geil. Für was habe ich die Wirtsteine? Habe ich die... Kann ich da bei dir was? Heilung und... Hier kann ich doch was verbessern, oder? Ja. Plus eins auf Lager. Oder hier. Eine Questkarte für deine Reise wählen. Eine von so vielen Questkarten wählen. Was ist das? Freigeschaltet. Okay. Heiltränke sind jetzt massenweise. Questkarte. Was ist das? Aufwertung. Benutze die Karte noch viermal, um sie in stolzes Excalibur. Hallo. Ja, 75. Holy moly. Stolzes Füge einen Treffer zu, der 5000 Schaden verursacht. Der 500 Schaden, verliere 5. Das ist schade. Zornige Klinge. Was ist das? Zwei Karten? Füge 150 Schaden verursacht und lege 2 Exemplare von zu.
in dein Grab? Diese Karte bleibt bis zum Ende des Kampfes in deinem Stapel. Stolz. Ich möchte stolzes Excalibur. Ein Treffer, 50-facher Schaden. Das kriegen wir schon irgendwie hin, dass wir das viermal spielen. Bei billigen Gegnern, hoffe ich mal. Holy moly, was ist das für ein Zeugs? Moment, haben wir noch jemanden? Nee, du bist nicht neu, oder? Forscherin? Nee. Was kann ich bei dir nochmal verbessern? Nichts, weil ich noch kein Gold gefunden habe. Wie finde ich das ganze Zeug? Also random wahrscheinlich, aber super selten. Super selten hier. Das wäre meine nächste Frage. Wie kriege ich jetzt diese Bonus-Ressourcen? Wirtsteine habe ich jetzt ein paar immer bekommen. Die habe ich jetzt nicht mitbekommen, woher ich sie bekommen habe, aber schnell ist was anderes. Schnell ist was anderes. Gut, töte die dritte Bestie der Wildnis. Tja, die Quests sind herrlich unspektakulär, zumindest die Hauptquests. Die Nebenquests sind super verwirrend. Das sind eigentlich die Quests von meinen im Dorf so in etwa. Zumindest teilweise. Finde alle Dorfbewohner. Haben wir noch nicht gefunden. Okay, ja. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzusehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.